Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Benjamin Blümchen, das große Zoofest. Wir haben in der letzten Folge zwei sehr knifflige Aufgaben gelöst. Und jetzt geht's zu zwei weiteren, hoffentlich etwas anspruchsvolleren Aufgaben. Guck doch mal in der Liste nach, Otto. Lass mal sehen. Los, kommt weiter. Lass mal sehen, und er lässt sie nicht sehen. Was ist denn das für ein kleiner Frechdachs? Okay, dann gehe ich jetzt mal gerade hier rüber und schaue, was uns hier erwartet. Oho, ein Eiswagen. Jetzt guck dir das an. Was denn, Benjamin? Ich dachte, du trägst eine Haarspange, aber es ist ein Schmetterling. Oh mein Gott. Look at her head. His head. Hä? Ich weiß auch nicht. Da krabbelt ein Hut. Mit einem Schwanz. Guten Tag. Okay, ja, dann gehen wir jetzt mal zum Eis. Wollen wir Eiskugelstapeln spielen? Ach, jetzt haben sie auf einmal wieder Zeit zum Spielen, aber vorhin schnell auf, weiter. Okay, gehen wir halt jetzt Eiskugeln stapeln. Himbeer und Zitrone. Ich liebe Eis. Spielst du mit mir Eiskugelstapeln? Ich nehme das Zitroneneis. Und du Himbeer, okay? Du musst versuchen, 4 Himbeereiskugeln in eine Reihe zu bringen. Senkrecht, waagerecht oder diagonal, ganz egal. Gleichzeitig musst du verhindern, dass ich 4 Kugeln Zitroneneis in eine Reihe bringe. Mit einem Mausklick auf eine der Eistüten suchst du aus, in welche Tüte deine Eiskugel kommt. Wer zuerst 4 Kugeln in einer Reihe hat, hat schon gewonnen. Also 4 Gewinn spielen wir jetzt, okay. Wer darf anfangen? Ich fange an. Aber wieso muss ich Himbeere nehmen? Ich hätte gern auch Zitrone. Okay, ich denke, das wird nicht so einfach. So, machen wir mal ganz verwirrende Taktik. Gar nicht so leicht. Oh doch. Oh, komm schon. Du bist ein wirklich böser Mädchen. Ach, komm. Wie bekomme ich jetzt 4 hin? Ich glaube, da bekomme ich keine 4 mehr übereinander hin, oder? Schneller. So, da 4, da 2. Da 2. Oh Gott. Da 3? Aha. Los, komm hin. Was? Lass uns nochmal spielen. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Die ist schlau. Wow. Okay, dann. Auf geht's. Ja, starten da unten den kleinen Sonnenschirm oder Regenschirm, wie auch immer. So, zack, ich trick's jetzt mal completely aus. Ich werde verlieren. Wenn ich so weitermache. Aber jetzt habe ich ihren Plan durchkreuzt. Und sie meiner auch. Mal abwarten, was jetzt so kommt. Okay. Oh. Ich mache einfach random. Mir ist es gerade mal sehr was, sowas von... Denkst du dir eine Strategie aus? Nein, ich mache einfach wild drauf los, habe ich gerade gesagt. Aber das ist bis jetzt mein Lieblingsspiel. Sag ich ganz ehrlich. Oh Gott. Ach so. Ja. Mhm. 1, 2, 3. Oh. Überlegst du noch? Ja, ich überlege noch lange. Bitte nicht. Nein, du bist eine... Oh. Dankeschön. Jetzt hast du gewonnen. Los nochmal. Ich will auch mal gewinnen. Du hast gewonnen. Okay, wir haben... ein Lichterding. Wir bekommen nur Lichterdinger. Nein, ich will... das ist das beste Spiel bis jetzt. Aber okay. Das hat Spaß gemacht. Wollen wir jetzt etwas anderes spielen? Nicht spielen, arbeiten, schaffen, Junge.
Also die Tiere, dass die alle so angezogen sind, das verwundert mich immer wieder. Schilder malen, oh Gott. Da. Willst du jetzt das Schild für den Festplatz malen? Nein. Oder vielleicht doch. Such dir eines der Schilder für den Festplatz aus. Dieses Schild kannst du dann bemalen. Das geht ganz einfach. Du hast verschiedene Farben zur Auswahl. Klicke zuerst auf eine Farbe und dann auf den Bereich des Schildes, den du einfärben möchtest. Wenn du in einer anderen Farbe weitermalen möchtest, klicke einfach zuerst auf diese und danach auf den Bereich, der die Farbe bekommen soll. Außerdem gibt es verschiedene Stempel. Klickst du sie an, kannst du mit deiner Maus stempeln. Wenn du auf den gedrehten Pfeil klickst, machst du deinen letzten Schritt rückgängig. So kannst du Sachen nochmal ändern. Na dann, viel Spaß. Ganz ehrlich, ich würde jetzt gern eine richtige Facecam haben, aber okay. Dann starten wir mal dieses Spielchen. Festplatz. Das ist hübsch. Möchtest du das nehmen? Dann zack, zack, zack. Ich würde sagen, das machen wir so rot auf rot mit rotem Unterton. Und ja, woher weiß ich jetzt, ob das fertig ist? Oh, schön. Oh ja, das gefällt mir. So gefällt mir das. Ah ja, das sieht schön aus. Jetzt hier nochmal ein paar Schmetterlinge und ein paar Blümchen hier und da noch so. Und oh ja, da noch und da und dann noch. Gut. So, und jetzt noch ein bisschen andere Farbe hier reinbringen. So, nein, das wollte ich gar nicht. Ich wollte diese Farbe als Hintergrund. Ja, sieht doch ganz gut aus. Das gefällt mir. Wenn du hier klickst, kannst du dein Schild ausdrucken. Möchte ich aber nicht. Ich möchte... Was? Nein! Ja, gut. Das sieht gut aus. Muss jetzt alles farbig sein? Oder was ist los? So. Bin ich nicht gleich fertig? Ich kann die Punkte auch nochmal separat anmalen. Okay. Ja, prima. So, fertig. Naja, okay. Das war jetzt nicht... Das hat jetzt nicht gleich ausgesehen, aber... Seht mal, ein Zettel. Lasst uns nachsehen, was auf dem Zettel steht. Treffpunkt Brunnen. Viele Grüße, euer Herr Tierlieb. Lasst uns zum Brunnen gehen. Schnell zum Brunnen. Da ist bestimmt etwas sehr Wichtiges. Schnell, 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 schnell. Ich habe mich im Zoo umgesehen. Wunderbar. Es ist alles ganz großartig geworden, Karl. Tolle Arbeit. Vielen Dank. Aber mal ehrlich, ich hatte ganz viel Hilfe. Sehen Sie nur. Tada! Es hat uns Spaß gemacht, Herr Tierlieb. Ja, wirklich. Es war super. Aber ich glaube, wir haben noch etwas vergessen. Stimmt. Wir sind noch gar nicht fertig. Schauen Sie mal die Liste hier, Herr Tierlieb. Man kann sie aufklappen. Karl hat sie gefaltet. Ich lese sie euch mal vor. Schild malen. Eiskugeln stapeln. Wand anstreichen. Rasen mähen. Eisblockpuzzle. Knabbergirlande. Finde die Paare. Luftballons fangen. Bananentrapez. Hüte werfen. Flamingo-Tango. Musikmix. Zwillingsfisch. Oh je, es wurde ja noch gar nicht für die Tierparade geprobt. Na, das macht doch nichts, Karl. Dann proben wir eben jetzt. Ja, au ja. Ich bin stolz auf euch alle. Sehr stolz. Wie sagt Frau Kolumna immer? Sensationell, sagt sie. Und jetzt viel Spaß beim Proben. Ja, los. Ich habe doch gleich in der ersten Folge gesagt, die Karte kann man nochmal aufklappen. Aber das sehen wir dann alles in der nächsten Folge. Das überlasse ich mal schön eurer Fantasie und mir in der Zukunft. Also würde ich sagen, Cheerio, haut rein, lasst eine Bewertung da.
Und ich hätte so gern eine richtige Facecam, aber... Also dann, tschüss!